Sofort von allen Seiten angesprochen. Nein, nein. Hier. Tränke kaufen. Ganz viele Tränke kaufen. So. Klick. Und natürlich unseren Ramsch auch verkaufen. Also du... Das müsste alles weg können, ohne nachzugucken. Ja, sind alles Ringe und Amulette und schlechte Rüstung und Waffen. Gut. Das da auch. Dafür hätten wir gerne mittlere Mana-Tränke. Kaufen. Maximum. Wir hätten gerne große Mana-Tränke. Kaufen. Maximum. Wir brauchen absolut keine Lebenstränke. Das ist eine sehr interessante Gruppe. Tollen anderen Sachen kaufe ich nicht. Ausrüstung bestimmen. Nö. Das will ich nicht. Denn wir müssten eigentlich, sobald Talana Primärmagie-Experte ist, den Spruch bekommen, dass wir selber identifizieren können. Dementsprechend müssen wir keine Sprüche kaufen. Wir müssen jetzt nur noch zum Stall, oder? Was wollten wir hier drin noch machen? Also ja, wir haben noch die Sache mit dem Inquisitor hier. Können wir ganz kurz wieder reingucken. Hart anwesend. Tut mir leid, aber mein Herr ist heute nicht anwesend. Bitte kommt morgen nochmal wieder. Genau das meinte ich. Es wurde in den Kommentaren geschrieben, dass ich doch diese Quest gefälligst nicht als Bug ansehen soll, nur weil ich da was falsch gemacht hätte. Für mich ist es sehr wohl ein Bug, wenn das Spiel nicht merkt, dass ich das da schon mal gemacht habe. Weil unsere Helden wissen, dass Lord Hart nachts nicht da ist. Die waren nämlich schon mal nachts da und wurden vom Butler weggeschickt. Jetzt musste ich es für die Spielmechanik nochmal machen. Also ist das ein Bug. Verdammt nochmal. So. Sprich mit dem Inquisitor. Okay, aber es hat wohl nicht gereicht. Das heißt, wir brauchen jetzt noch einen Hinweis. Wahrscheinlich müssen wir jetzt nachts irgendwo hingehen. Hart hat seine Gründe da. Findet heraus, wohin Lord Hart gegangen ist. Ich denke mal in diese Rumpelecke. Hier unten. Aber das will ich jetzt gar nicht machen. Ich wollte eigentlich nur Tränke kaufen. Und von hier aus nach Sorpegal. Durch die Pferdeäpfel. Jo. Dann ebenfalls Tränke kaufen. Müssen wir eventuell zu dem NPC wegen unserem Monster-Tagebuch? Das soll ich nochmal kurz angucken. Da. Ne, noch nicht. Okay. Das heißt, hier ist echt nur Tränke kaufen angesagt. Rausgehen. Dann zum fahrenden Händler. Und beim fahrenden Händler Experte werden für Primärmagie. Und dann wieder nach Casa. Ne, nach Sea Haven. Und in Sea Haven dann die Sprüche kaufen für Primärmagie-Experte. Yeah. Na gut. Das hätten wir anders regeln können, sollen. Wir hätten einfach von Sea Haven aus zu Fuß gehen sollen. Aber na gut. Tränke. Hier. Kalik. Wir hätten gerne kleine Mana-Tränke. 10 Stück. Eigentlich hätten gerne viel, viel mehr davon. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal raus. Raus. Und gehe gleich wieder rein. Hast du denn zufällig unter der Ladentheke? Nein. Menu. Das sind viel zu wenig Tränke. Also, fahrender Händler. Und warte mal, du hast irgendwas kaputt, dein Schwert. Das heißt nochmal ganz kurz zum Waffenschmied. Hier. Wir würden gerne Reparatur Waffen. Jo. Alle Gegenstände reparieren. So. Experte für. Nein, das wollte ich gar nicht. Experte für Kriegsführung besitzt diesen Rang bereits. Okay, raus. Da hinten raus. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Wo
Wollten wir noch irgendeinen Expertenrang hier holen? Wollten wir noch zu dem Altar gehen? Nee, da waren wir. Also bei diesem Altar mit den mehreren Schlangenköpfen. Das hatten wir aber gemacht. Da haben wir gewartet und gewartet und gewartet. Dann hatten wir kein Essen mehr, sind zum fahrenden Händler. Nee, das war das andere. Bin verwirrt. Aber sonst haben wir nichts mehr hier zu tun gehabt. Na komm, kleine Puzzlebällchen. Lasst mich in die Spielwelt. So. Also, fahrender Händler. Ich würde so gerne hier ins Wasser gucken. Brunnen? Ja komm, Brunnen können wir mitnehmen. So, da, fahrender Händler. Und das Ding meinte ich mit Schlangenköppen. Darum. So, jetzt bitte hab auch den Expertenrang für Primärmagie. Ja. Nächste Seite. Talana kaufen. Sehr schön. Hast du auch Zaubersprüche? Nein. Raus. Und wir hätten definitiv zu Fuß gehen können von Seehaven aus. Ich meine, man kann die Stadt hier schon sehen. Seid wie nicht Overkill, deine Kutsche zu nehmen. Hier. Hallo, Seehaven. Und ja, Navea, das müssen wir auch noch abgeben. Also die Information, wo Dingens ist. Obwohl an dem Fluss hier eigentlich alles ist. Also auch Seehaven und Sorpegal und überhaupt. Geht halt einmal schräg durch. So, und jetzt identifizieren Zauber und was noch? Also Primärmagie scheint ja wirklich so eine Art Hilfsschule zu sein. Für Utility-Zeug, wie man so schön sagt. Gucken, was da noch so bei ist. Klick. Zauberlernen. Talana. Was? Was? Raus. Talana, du hast doch gerade Primärmagie gelernt, oder etwa nicht? Jetzt sag nicht, ich habe mich verklickt. Nee, Primärmagie-Experte. Keine neuen Zauber? Ernsthaft? Oh, oder ist sie nur auf Expertenrang wegen dem Gegenstand? Warte mal. Du? Ausrüstung. Was macht bei dir plus 2? Oh, das Ding ist richtig gut geworden inzwischen. Nein. Plus 2 in Primärmagie. Fertigkeiten. Ne, ist immer noch genauso wie vorher. Ah, jetzt sehr komisch. Jetzt sagt mir bitte nicht, ich müsste wieder zurücklaufen nach Sorpegal, weil ich nur da die Zaubersprüche lernen kann. Das wird doch sehr skurril. Hellsicht? Nein. Wirbelsturm? Das klingt sehr praktisch. Säuberung. Lebensentzug, Schlaf. Ah, Dunkel sollten wir mal auf Experte bringen. Aber es geht mir jetzt primär um... Primär. Ihr seid sehr komisch hier. Ne. Also ich denke, das wird nur bei bestimmten Lehrern zu finden sein, die Zaubersprüche. Genauso wie Tirik ja auch inzwischen Meister ist in Feuer und keine neuen Sprüche bekommen hat. Das war auch recht komisch. Also wir müssen die richtigen Lehrer finden, um die richtigen Sprüche zu lernen. Was einerseits natürlich nervig ist, andererseits aber dazu auch beiträgt, dass man wirklich in der Welt herumkommen muss. Das ist ein wenig albern, wenn man bei jedem, also in jeder Stadt alles immer bekommt. Also alle Lehrer, alle Zaubersprüche, alle Ausrüstung und so weiter. Das ist schon schön, wenn jede Stadt so eine kleine Nische hat. Und man weiß, aha, wenn ich jetzt irgendeinen Feuerspruch brauche, zum Beispiel muss ich in die und die Stadt gehen. Also in diesem Spiel ist es noch recht
nicht ganz so wichtig, weil es halt nicht so viele Städte gibt. Aber allgemein bei Rollenspielen. So. Da. Ich bin auch gespannt, was es mit der Hexe auf sich hat. Also die Hexe, die wir gefunden haben, die uns sagte, wenn unsere Reise zu Ende ist, sollen wir dahin gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Easter Egg oder Spoiler oder wie auch immer für das Add-on ist. Das Add-on, das ja schon geplant war, bevor das Spiel draußen war übrigens. Mal gucken, was da noch so reinkommt. Und ob man die Heldengruppe übernehmen kann. Wenn nicht, wäre es echt schade. Weil ich mag das, wenn man Helden übernehmen kann. Auch wenn es teilweise recht. Oh. Auch wenn es teilweise recht schwierig ist mit dem Balancing. Wenn man aus einem alten Spiel Charaktere 1 zu 1 übernimmt. Vor allem, wenn man ein möglichst breites Publikum erreichen will. Was immer eine schlechte Sache ist. Ein breites Publikum ist immer eine schlechte Sache. Naja, also, weil man jedem gerecht werden will, dann müsste man das Spiel ja so designen, dass man, wenn man eine Heldengruppe importiert, die nicht so stark ist, wie sie sein könnte, dass man es trotzdem schaffen kann. Denn wäre es allerdings viel zu albern für diejenigen, die sich richtig reingekniet haben und ganz viel erreicht haben. Da. Arcana Bibliothek, ja. Bitte, bitte, bitte lass jetzt hier die richtigen Sprüche drin sein. Ja, sehr gut. Also hatte ich recht. Es ist wirklich von der Stadt abhängig. So, Magie aufheben. Bei allen Gruppenmitgliedern werden alle positiven und negativen Effekte aufgehoben. Okay. Das gleiche gibt es dann nochmal für anvisierte Gegner. Bei Dunkelheit, das brauchen wir auch unbedingt. Alle Gruppenmitglieder erhalten 9 Glück. Okay. Und bestimmen. Bestimmt einen noch nicht bestimmten Gegenstand. Kaufen. Sehr gut. Das hätten wir ein bisschen früher machen sollen. Also das Bestimmen holen. Dadurch spart man nämlich Gold. Also, ne? Mal wieder auf unserem Schwierigkeitsgrad nicht so wirklich wichtig, denke ich. Aber wenn man auf Heldenmodus spielt oder Warrior-Modus, wie er heißt, da wird es wahrscheinlich an jeder Goldmütze hängen. Also du bestimmen bitte unseren Akolytenring. Alle. Wir haben plus 3 Arkane Disziplin und plus 5 gegen alle Magieschulen. Das ist ein sehr mächtiger Ring. Wir haben den Willen und die Entschlossenheit. Das sind Handschuhe. Und zwar goldene Handschuhe. Und wir haben Schild mit 15 Rüstung, 9 gegen Dunkelmagie und fügt dem Angreifer Schaden zu. Was für ein Schild hast du? Du hast Müll. Nimm bitte. Was? Meister in Schild. Boah, die wollen auch Sachen von uns haben. Das geht ja gar nicht. So. Der ist nicht wirklich gut momentan. Tirik hat eh nichts Gutes. Tirik, level mal bitte die Armschienen hoch, damit Gerugon die später tragen kann, wenn sie toll sind. Das klingt jetzt irgendwie falsch, aber ist halt so. So, wir hatten noch einen Ring. Genau. Also das macht plus 5 zu allem an Resistenzen und erhöht Arkane Disziplin, was nochmal plus 1 auf alles macht. Also die müssten jetzt gut abgehen, die Resistenzen hier unten. Dann kriegt sie den mal. Yo. Okay. Also damit sie eher überlebt, damit sie uns wieder hochheilen kann. Das passt soweit. Und das Schild war noch da, aber den können wir nicht benutzen. Gut, wir haben jetzt 10 kleine. 10, 23 große. Zwei gewaltige und zwei, einen gigantischen. Achso, da haben wir noch mittlere. Warte mal, zack, 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 zack. Gigantisch. Da, da, da. Da und das wieder zumachen. Viele Tränke. Wobei die im Ratzfatz weg sein werden. Also einmal nach draußen gehen und so lange Gegner töten, bis wir keine Ration mehr haben. Also besser gesagt, ein, zwei größere Kämpfe und dann sind die Tränke weg. Also die kleinen und mittleren auf jeden Fall. Wo genau wollen wir jetzt eigentlich weitermachen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube,
Ich probiere nochmal entweder den Zyklopen oder den Drachen. Den Zyklopen hatten wir ja schon mal probiert vor 6, 7 Folgen, so. Bisschen mehr vielleicht. Und er war trotz unseres inzwischen höheren Levels ganz schön happig. Den Drachen haben wir noch nie probiert. Das heißt, ich probiere jetzt einfach mal den Drachen. Dazu sollten wir alles an Buffs holen, was wir können. Genau. Nahkampf, Fernkampf, Macht, Magie, Wahrnehmung, Glückswerte steigern sich um 4. Das ist nicht viel. Hatten wir hier noch was? Das sollten wir markieren. Ich weiß nicht, ob es die richtige Stelle ist, aber ungefähr da in der Nähe ist die Statue. Es gab hier auch noch ein Kristall gegen Dunkelheit. Den werden wir auch brauchen, weil das war ein Dunkeldrache. Da.